Hi Leute, du leidest wegen Dingen, die noch gar nicht passiert sind oder schon vorbei sind. Du leidest wegen Dingen, die überhaupt nicht existieren. Und genau das ist das Problem. Im Grunde kannst du entweder leiden wegen zwei Dingen. Entweder weil du körperlich leidest oder weil du mental, weil du geistig vom Kopf her leidest. Aber 90% des Leids auf dem Planeten ist vermutlich einfach nur wegen Kopf. Und sprich, du leidest wegen Dingen, die gar nicht existieren. Dein Gehirn spielt einfach nur einen Film ab. Wenn du nicht mehr so identifiziert bist mit deinem Gehirn, mit deinem Verstand, dann kannst du deinen Verstand einfach benutzen. Dann kannst du es genießen, wie wenn du im Kino hockst. Dann wird da vielleicht auch mal ein Horrorfilm abgespielt. Und du kannst es trotzdem genießen, weil du nicht so damit identifiziert bist. Ich meine, da ist was passiert in der Vergangenheit, aber es ist gerade gar nicht da. Du denkst nur dran. In Wahrheit ist dein Gehirn hier und denkt über deine Vergangenheit nach. Das heißt, es existiert überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht da, weswegen du leidest. Es ist einfach nur in deinem Kopf und dein Verstand ist hier. Und genauso ist es mit den Dingen in der Zukunft. Die sind noch gar nicht eingetroffen. Das sind Möglichkeiten oder was auch immer, was dein Gehirn da durchspielt. Aber es ist gar nicht hier, es ist gar nicht da und du leidest trotzdem. Das ist der Wahnsinn, an dem wir leiden. Wir leiden an Dingen, die überhaupt nicht existieren. Jedes Tier der Welt ist glücklich, weil es einfach nicht so einen Verstand hat wie wir. Weil ein Tier, das ist einfach im Hier und Jetzt. Das ist einfach nur in der Natur, aber wir haben diesen Verstand bekommen. Und mit diesem Verstand können wir uns alle möglichen Szenarien durchspielen. Das ist so unglaublich. Aber wir haben uns so identifiziert mit diesen Szenarien, mit unserem Verstand, die da drin ablaufen, dass das real geworden ist für uns. Dabei existiert es gar nicht. Das sind Szenarien, die in der Zukunft liegen, die unser Gehirn durchspielt, die gar nicht da sind. Oder Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die jetzt gerade gar nicht da sind und wir leiden trotzdem dran. Und das ist der Wahnsinn. Und dazu gibt es Techniken, die kann man ganz einfach lernen, Meditation, dass man sich nicht mehr so mit seinem Verstand identifiziert. Und schaut einfach mal auf den Kanal vorbei, wenn es euch tiefer interessiert. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.